Akt 4. Widerstand. Wie es wohl weitergeht. Wir, Abby, ihr wollt bestimmt wissen, wie es weitergeht. Moment, Abby lag, ja, Moment, habt Geduld. Okay, also, Abby lag und dann? Was wohl jetzt passiert, wollt ihr wissen? Ja, sie, was wohl passiert? Er weiß nicht mehr weiter. Er ist ratlos. Wird es wohl auch bleiben, bis irgendwas passieren wird. Okay, gut. Abby richtete sich mühsam auf und fand zurück in ihren Lauf. Jetzt ist jetzt ja etwas ähnlich. Doch wie ich. Die Welt muss sich Sachen ausdenken. Sie war zerrüttet, weil so lange schon der Krieg hier wütet. Was? Was für ein Krieg? Davon war noch nie die Rede. Komm schon, Abby, du wirst es schaffen. Ja, genau. Ein Krieg ist über das Land gezogen, weil sich irgendwelche Länder nicht vertrugen. Vertrugen? Wie ein dummes Kind läuft sie voran, weil sie es nicht lassen kann. Doch der Krieg um sie, erbarmungslos. Die Asche kalt, der Schaden groß. Die Leute dort hinten am Baum. Der Zeller dreht völlig durch. Das kann ich nicht glauben. Banditen und Krieger haben alles kurz und klein geschlagen. Noch dem kleinsten Bauern ging es an den Kragen. Mit brutalem Geschrei haben sie alles niedergefegt. Zurückbleiben Köpfe auf Speeren und nichts, das lebt. Oh shit. Puh. Abby. Well, this is a problem. Sie steckt fest. Wir sehen uns gleich wieder. Kleinen Moment. So, da sind wir wieder. Da ist so ein kleiner Fehler im Spiel. Okay, wait. Wir müssen dort durch. Doch wie schaffen wir das? Schwingen kann man hier nicht. Ha! Da nahm Eddys Reise wohl ein abruptes Ende. Der Erzähler ist echt schlecht gelaunt. Mittlerweile. Banditen und Krieger haben alles kurz und klein geschlagen. Noch dem kleinsten Bauern ging es an den Kragen. Mit brutalem Geschrei haben sie alles niedergefegt. Zurückbleiben Köpfe auf Speeren und nichts, das lebt. Ist das richtig? Wahrscheinlich nicht. Muss man das möglicherweise auf den Haufen hier schmeißen? Damit das Ganze schwerer wird? Scheint wohl zu klappen. Das ist die Lösung. Und jetzt Achtung. Glück gehabt.
denkt er sich wohl. Ha, da nahm Ellis Reise wohl ein abruptes Ende. Hä? Banditen und Krieger haben alles kurz und klein geschlagen. Noch den kleinsten Bauern ging es an den Kragen. Mit brutalem Geschrei haben sie alles niedergefegt. Zurück bleiben Köpfe auf Speeren und nichts, das lebt. Ungestüm wie eh und je. Was muss ich denn machen? Banditen und Krieger haben alles kurz und klein geschlagen. Noch den kleinsten Bauern ging es an den Kragen. Mit brutalem Geschrei haben sie alles niedergefegt. Zurück bleiben Köpfe auf Speeren und nichts, das lebt. Heranspringen kann ich ja nicht von hier. Komisch. Ja, wow. Really? Naja. Gut. Hätten wir das auch geklärt? Verkriech dich nur. In dieser Welt gibt es kein Entkommen. Sicherlich gibt es das. Das wirst du schon sehen. Oder etwa nicht. Denn wir wollen. Wild vor Zorn grüllt Honda der Tyrann. Keiner da, der dich noch retten kann. Unbezwingbar, in tosender Wut, funkelnde Augen glimmen wie Glut. Geht in die Falle. Wohin sie auch läuft, dumm dreistes Mädchen, das sich selber täuscht. Lass deine Finger von Dingen, die du nicht verstehst. Um sie rum die Welt, ein Raubtiermagen. Gib dich ihm hin und Schluss mit den Qualen. Wir müssen bloß den Räuber entkommen. Dann ist Abby frei. Für immer und ewig. Er kommt dich zu holen. Mit schallenden Schritten. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Du kannst ihm nicht entkommen. Ja doch, das kann ich wohl, so wie es scheint, ganz einfach. Von links nach rechts, nach links und wieder rechts. Reicht es nicht langsam? No! Oh, knappes Ding. Na komm schon raus, wird dir nicht langweilig. Du kleine Maus. Ah, ich glaube, ich check's. Du willst Verstecken spielen? Nur zu? Ich muss das Ding da oben wieder wegdrehen. Damit er dann nur noch auf der anderen Seite ist hier. Komm, 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 put, 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 put. Schnell, Abby, schnell, du wirst es doch schaffen. Merkst du nicht langsam, dass du immer wieder um den gleichen Steg herumläufst? Das bringt dir nichts. Doch, doch, das wirst du schon sehen.
Das bringt mir sehr wohl was. Denn es wird funktionieren und du wirst es sehen. Tonda macht dem Spiel ein Ende und fängt das Kind mit starken Händen. Da war ich zu wenig weit unter dem Steg. Doof. Er kommt dich zu holen mit schallenden Schritten. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Du kannst ihm nicht entkommen. Das werden wir ja sehen. Du wirst mich bitten. Na komm schon raus. Denn er wird hier sitzen bleiben. Wird dir nicht langweilig. Bis es ihm wird zicken. Von links nach rechts, nach links und wieder rechts. Reicht es nicht langsam? Doch, doch, bald ist Schluss. Ich muss das bloß irgendwie richtig timen. Du willst Verstecken spielen? Hör nur zu. Nee, ich muss die Kiste hier lassen. Sonst bin ich zu wenig schneller. Das war der Fehler. Komm mal hier rüber, kleine Tonda. Du wirst mir doch fehlen. Merkst du nicht langsam, dass du immer wieder um den gleichen Steg herumläufst? Das bringt dir nichts. Diese verdammten Fäden. Knappes Ding. Na los! Der Tonda kann nichts ausrichten. Schon doof. Wir können uns hier schön munter ans Werk machen. Bleib stehen! Du Feigling! Und habe ein Komm schönes zurück! Was? Ein kläglicher Versuch, der sie... Fahr nur weiter! Weiter hinaus auf die Weite. Ah, ihr denkt, das war's schon? Meine Welt folgt meinen Regeln! Schaut das Meer an! Wie ruhig! Auf der See liegt Abby sich in Sicherheit, doch hält er schon Gefahr bereit! Ganz mies. Miese Erzähler. Im Auge des Sturmes. Im Auge des Sturmes herrscht eisige Stille. Dann folgt auf die Ruhe die Zerstörungswelle. Mit grober Gewalt tobt die Natur. Vom rettenden Ufer keine Spur. Man weiß es selber schon öfter, was ich sagen soll. Erbarmungsloser Wasserschlund, in dem schon manches Boot verschwand. Keine Chance für unsere Abby. Sie muss wohl oder übel umkehren und Tonda ins Netz gehen. Sonst wird sie für immer in die Tiefe gerissen. Im Zirkus war sie jemand. Doch auf dem Boden des Meeres wird sie für immer vergessen sein. Stattdessen ein erbarmungsloser Wasserschlund, in dem schon manches Boot verschwand. Keine Chance für unsere Abby. Sie muss wohl oder übel umkehren und Tonda ins Netz gehen. Sonst wird sie für immer in die Tiefe gerissen. Ja.
Glück und Hinterlist. Gelingt es, Abby, meine, den Naturgewalten vorerst zu trotzen. Sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren. Kann nicht entrinnen der grausamen Banditenscharen. Sie windet sich vergeben. So weit bist du gekommen. Für nichts. Nichts und wieder nichts. Okay, ich muss da wohl umdrehen. Wenn die Banditen kommen. Sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren. Kann nicht entrinnen der grausamen Banditenscharen. Sie windet sich vergebens wie der Wurm am Angelhaken. Ein schwächlicher Schwächling in Fängen der Starken. Und jetzt, was muss ich machen? Zirkus war sie jemand, doch auf dem Hof des Meeres wird sie für immer vergessen sein. Manchmal bin ich wohl echt zu doof für diese Rätsel. Sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren, kann nicht entrinnen der grausamen Banditenschar. Sie windet sich vergebens wie der Wurm am Angelhaken. Ein schwächlicher Schwächling in Fängen der Starken. Doch nicht richtig. Wird sie für immer vergessen. Übersehe ich schon wieder irgendwas? Sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren. Kann nicht entrinnen der grausamen Banditenscharen. Sie windet sich vergebens wie der Wurm am Angelhaken. Ein schwächlicher Schwächling. In Fängen der Starken. Was muss ich machen? Soll ich check's nicht? Im Zirkus war sie jemand, doch auf dem Boden des Meeres. Es gibt ja keine andere Möglichkeit. Sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren. Kann nicht entrinnen der grausamen Banditenscharen. Sie windet sich vergebens wie der Wurm. Seht nur, was geschehen muss. Schaut sie an. Ich check's nicht. Ich check's nicht. Was muss ich machen? Gib dir nur rechts oder links. Weil es ist falsch. Jetzt kommen sie nicht, oder was? Die Banditen. Geht das Ding zu, wenn irgendwas drin ist?
Möglicherweise ist das der Fall. Sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren. Kann nicht entrinnen der grausamen Banditenschar. Sie windet sich vergebens wie der Wurm am Angelhaken. Ein schwächlicher Schwächling in Fängen der Stadt. No! Im Zirkus war sie jemand, doch auf dem Boden des Meeres wird sie für immer vergessen sein. Doch womöglich wird sie auch eine Meerjungfrau sein. Sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren, kann nicht entrinnen der grausamen Banditenschar. Sie windet sich vergebens wie der Wurm am Angelhaken, ein schwächlicher Schwächling in Fängen der Stadt. Irgendwie klappt das nicht so gut. Nee. Hat da irgendwie nicht geklappt. Im Zirkus war sie jemand. Doch auf dem Boden des Meeres wird sie für immer vergessen sein. So. Wahrscheinlich werde ich das Ganze immer wieder rauscutten, wenn ich etwas nicht checke, von daher kann ich das gar nicht merken. Sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren. Mal schauen. Kann nicht entrinnen der grausamen Banditenschar. Sie windet sich vergebens wie der Wurm am Angelhaken. Ein schwächlicher Schwächling in Fängen der Stadt. Schnell durch, schnell durch, schnell, 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 Amy. Und okay, das war gerade rechtzeitig. Okay, jetzt sieht's wohl gut aus. Nein, nein, nein! Es ist nur ein kleines, erbärmliches Mädchen! Ihr verdammten Idioten! Nichts nutze! Weg mit euch! Und ihr? Glaubt ihr immer noch an sie? An dieses kleine, einfältige Ding? Ja, wenn ich dann hier rauskommen würde. So, jetzt. Abby, nicht Amy. Abby wird es schon schaffen. Keine Angst. Bald wird das Wetter besser. Werden wir sehen, wie Abby das schaffen wird. Ha! Meine Welt hat mehr zu bieten als einen Orkan und ein paar Banditen. Das wirst du bald erfahren. Nur weiter. Immer weiter. Wir werden schon sehen, wie weit du noch kommst. Siehst du diese Ruinen? Still liegen sie brach. Ein altes Volk erlebte hier die größte Schmach. Noch lange vor deiner Zeit haben sie aufbegehrt. Unzufrieden kannten sie nicht ihren wahren Wert. Sie lehnten sich auf, frustriert von ihrem Platz in der Welt. Nun bleibt nichts als ihre Geschichte, die man sich erzählt. Ein riesiges Schwert steckt im Fels, alt und weit berühmt. Doch ob es mir nicht einfach nur als Ablenkung dient? Ist das nicht Excalibur? Oder wie heißt dieses Schwert? Ein wundervolles Wiedersehen, ein herzzerreißender Moment. Bloß schade, dass Tonda keinerlei Zurückhaltung kehrt. Oh shit. Go! Abby reitet so schnell, wie sie nur kann. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Tonda euch erreicht. Seid doch so nett und macht es nicht schwieriger, als es sein muss. Haha, wie gefällt dir das?
Der Wolf wird uns retten, das wirst du schon sehen. Also wirklich. Du wirst hier niemals hinkommen. Das sind deine Feen, die wir nicht stören. Abby, wie soll das weitergehen? So geht doch keine Geschichte. Ich glaube, deine Fäden müssen dran glauben. Eine echte Heldin würde sich nicht einfach verstecken. Was machst du denn so lange da drin? Ich weiß es auch nicht, was ich genau hier mache. Möglicherweise ist es genau das Richtige. Das macht es doch zur Sache. Interessant. Das eine Sichel am Ende des Stabes. In dem können wir jetzt seine Fäden durchtrennen. Was sagst du dazu? Halt! Nein! Tonte! Was hast du da getan? Was hast du getan? Das wirst du noch bereuen! Schluss jetzt mit dem Unsinn! Komm raus, du kleine Nervensäge! Tondas Griff schließt sich so fest. Endlich gibt der Abby den Rest. Das war wohl nicht gemeint. Ich dachte, man könnte an seinen Faden springen. Aber das war dann wohl falsch. Oder ist mir zumindest nicht wirklich gelungen. Abby, wie soll das weitergehen? So geht doch keine Geschichte. Manche Rätsel sind mir ein Fragezeichen im Kopf. Tonda! Steht mir nirgends auf dem Tropf. Was hast du da getan? Was hast du getan? Das wirst du noch bereuen! Schluss jetzt mit dem Unsinn. Komm raus, du kleine Nervensäge. Ah, da bist du. Schnell, Abby, schnell! Tondas Griff schließt sich so fest. Endlich gibt der Abby den Rest. Too slow. Da war ich zu langsam. Bist du das Versteckspiel nicht langsam leid? Schau mal, ich kann auch ungerecht spielen. Abby, komm raus! Ich hab's satt. Jetzt zeig dich endlich. Das wird jetzt eine Hetzjagd.
hin und her. Schluss mit dem feigen Versteckspiel! Bist du jetzt unter die Holzfäller gegangen? Das wird dir auch nicht helfen. Doch, doch, das wird mir sehr wohl helfen. Aber du wirst es erst sehen, wenn es soweit ist. Und dann wirst du untergehen. Wir haben es fast geschafft, nur noch ein bisschen weiter. Dann kommt der Ast, der macht Krach. No, wieso bist du jetzt so schnell? Das kannst du nicht machen. Können wir dich nach hier hinten locken? Und möglicherweise. Brauchst du dann länger, um hier hinzukommen? Genau, genau. Bleib bloß dort. Kleiner. Nein, 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 nein! Nein! Scher dich weg! Scher dich weg! Nicht so schnell, nicht so schnell. Die Fäden müssen weichen. Weg von ihm, du! Weg! Nein! Du bist tot, tot, tot! Er kriegt dich! Jetzt ist es aus mit dir! Das denkst wohl auch nur du. Holy shit! Er ist sehr wütend. Holy shit. Du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dich nicht verstecken. Tonda lechzt nach Rache. Tondas Griff schließt sich so fest. Endlich gibt der Abby den Rest. Manchmal kommt man zu weit nach vorne. Und dann gibt der Abby eben den Rest. Du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dich nicht verstecken. Tonda lechzt nach Rache. Gleich spürst du Tonda. Ah! Ah! Verdammt! Nein! Bleib weg! Bleib weg! Ah! Nein! Oh doch! Gleich zerquetscht er dich wie eine Magd. Werden wir ja sehen, das wird ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich! Du sitzt in der Falle. Siehst du, das war's endlich mit dir. Wie komme ich denn nach dort drüben? Der ist ja viel zu schnell. Du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dich nicht verstecken! Tonda lechzt nach Rache. Gleich spürst du Tondas vollen Zorn. Auf der anderen Seite gibt's auch keinen Ausweg. Ach so. Ich hab's geschnallt. Wir müssen die Steine werfen, damit er darin... Du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dich nicht verstecken! Da reinprallt. So. Tonda lechzt nach Rache.
Auf der anderen Seite gibt's auch keinen Ausweg. Du sitzt in der Falle. Ja, Toto, da gibt's schon. Gleich spürst du Tondas vollen Zorn. Nein, nein. Wehe, wehe. Noch zwei Fäden. Und dann ist es geschafft. Tonda ist frei. Und er hat keine Macht. Ich bin dein Gott. Keiner stellt sich gegen Gott. Ich zerfetze dich. Komm her. Komm her. Zerschlagen wirst du. Zerm. Runter. Runter. Aufhören. Aufhören. Kann man hochklettern? Hör auf. Höre. Zum Teufel mit dir. Das kann nicht sein! Das war's mit Tonda. Tonda ist nun Geschichte, genau wie du und deine Gedichte. Evi hat's geschafft. Sie hat Tonda unter sich begraben. Und alles, was passiert, das waren nur Sagen.